Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zu 2. Wir sind letztes Mal hier verreckt, wo ich auch schon wieder jede Menge Seelen geloost habe. Im Schrein von Amana. Da machen wir jetzt weiter. Und wir versuchen, das diesmal mal ein bisschen geschickter anzustellen. Glänzendes Titanit, schon mal ganz geil. So, wir holen uns aber jetzt erstmal hier den Fickfrosch da raus. Wo ist er? Da. Bevor er uns gleich wieder in den Rücken sticht und mich von hinten anfällt. Der Drecksack. Genauso die anderen beiden, die versuchen uns jetzt gleich auch mal hier irgendwie ranzupullen. Ja, schon mal ein so ein Vieh. Na, ich will da hoch. Jetzt war ich da oben, aber zu flott unterwegs. Autsch. Alter, was geht jetzt ab? Wie viele schießen denn da auf mich? Jetzt schon zwei. Ach. So. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Wir saufen. Oh, nein. Wir saufen uns mal eben ein. Ach, das eine Vieh ist da unten immer noch, ne? Scheiße. Egal. So, die alte hätten wir. Weg hier. Autsch. Ja, die scheiß Pfeile mich auch verfolgen müssen, ne? So, das hätten wir auch. Da hinten bei der Dickerchen waren wir auch. Guck mal, von was für einer Entfernung die schießt. Weil der ging irgendwie weit daneben. Den Bogen ausrüsten. Da. Ich war nochmal zwischenzeitlich bei dem guten Gafflern. Und hab mir ein paar Pfeile geholt. Und zwar Giftpfeile. Und der gute Gafflern, der ist jetzt immer da. In diesem Gebiet da mit den ganzen Pharao-Gedöns. Dingern da. Pharao-Apparellos. Und da wartet der gute Gafflern jetzt immer auf uns. Und wir können da immer Sachen verkaufen bei dem. Ich will hoffen, ich kann den jetzt mal so ein bisschen vergiften hier. Aber anscheinend wird das nichts. Ne, ich glaube, die kann man nicht vergiften. Na, zwei waren ein bisschen zu viel, glaube ich. Ne, doch nicht. Hat gepasst. Jawohl. Gut, den haben wir schon mal ohne Schaden überstanden. Ohne großartig Schaden. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die alte da hinten wegballern können. Ah, die ist noch nicht vergiftet. Da ist so eine Echse, Alter. Miese Echse. Aber jetzt ist die alte da hinten vergiftet. Das heißt, die stirbt jetzt gleich. So. Ja, wir sind ja das letzte Mal bei dem Versuch, mehr oder weniger, den ollen Drachentöter da hinten zu murksen. Gestorben. Beziehungsweise danach sind wir ja dann direkt nochmal gestorben von den komischen Drecksfröschen hier. Ja, ich versuche jetzt halt den Drachentöter gleich wieder zu murksen. Nur diesmal sollte es besser funktionieren. Ah, da wird nichts mehr. Oh, an der Säule schießt die nur dran vorbei, die dumme Sau.
ist immer noch nicht vergiftet. Jetzt habe ich sie. So, jetzt stirbt die dumme Sau. Langsam, aber sicher. Da ist der Matsch. Oh, da ist noch ein Fall. So. Die andere holen wir uns jetzt auch. Die hier hinter steht. Bevor sie zaubert, die dumme Sau. Ah, ich habe gerade irgendwie ein bisschen mit meiner dummen Sau. So, die da hinten, die machen wir jetzt auch mal vorsichtshalber kalt. So, die ist auch vergiftet. Können wir hier schön in Sicherheit stehen und zusehen, wie die alte verreckt. So. Die andere versuchen wir auch mal direkt kalt zu machen. Weil die schießen ja immer aus einer extrem weiten Entfernung. Treffe ich die überhaupt? Nee. So. Nein. Gut, dann lassen wir die am Leben. Weil wenn ich die nicht treffen kann, dann sollte die mich eigentlich auch nicht treffen dürfen. Wäre ja nur fair, ne? So. Den ollen Magier, den treffen wir aber von hier. Ah, komm her, Dickerchen. Hoppala. Oh. Aber ich hab den schon vergiftet. Oder? Ne, doch nicht. Autsch. Ollen. Boah. Knapp. Autsch. Nur mein Saufen. Oh, fuck. Ja, genau. Ach, ist das doch herrlich, ey, mit diesen Abgründen da, ey. Ach, Mann. Ey, da kriegst du eine von dem, hättest den Schlag locker überlebt oder hast den geblockt und dann fällt sie irgendwo in den Scheißabgrund wieder runter. Jetzt darf ich da nochmal hinrennen. Und ich hatte schon wieder 30.000 Seelen am Start. Ach ja, in solchen Momenten liebe ich dieses Spiel so sehr, kann sich keiner vorstellen. Mann, 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 Mann. Ich meine, auch mit meinem Level tun jetzt 30.000 Seelen nicht mehr so weh, aber es ist trotzdem immer wieder ärgerlich. Und ich glaube, das hält auch über das ganze Spiel hin an, dass das so ist. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr wirklich auf so Spielereien mit da oben runterspringen. Ich renne jetzt sofort zu der alten Hexe und hau dir aufs Bett und sterb jetzt. Renn doch, du Gimpel. Triffst du den mal bitte? Ich treffe den nicht, den Gimpel. Ja, haben wir sie? Ja. Okay, war knapp, aber hat gefunzt. So, ist die Hexentante jetzt hier näher rangekommen? Natürlich nicht. Das ist so ein scheiß Vieh im Wasser. Oh, der ist vergiftet, oder? Nein, doch nicht. So, haben wir. Ja, schieß mal in die Ecke. Warum kann ich den nicht anvisieren? Alter! What the fuck?
hast du gedacht, ne? Scheiße. Hab ich gedacht. Willst du mich verarschen? Ich hab doch geblockt direkt nach der Rolle. Oh Mann, ey, wieder die 30.000 Seelen weg, ey. Mein Gott, ey. Oh, gibt's doch gar nicht, ey. Ich hasse dieses Gebiet jetzt schon, ne? Ey, da bin ich lieber mit dem Schlotzegebiet drin, ne? Diesen schwulen Hexen hier, ey. Und dieser verkurte Ritter, ey, der mich dann aus dem Block raus tötet. Bei sowas, ne, krieg ich echt Kotzen. Und der dreckige Lurch von fucking Drachenreiter Bastard, der mich da den Abgrund runter geschickt hat, runtergeschubst hat. Keine Ausdauer. Ich hab doch ge... Warum rollt der sich denn nicht? Was ist denn hier los, ey? Ich kann mich nicht bewegen. Mein Gott. Ach, der Dicke ist auch schon wieder am Start. Ey, ich blocke. Warum blockt er das nicht? Ich halte das Schild oben und der trifft mich trotzdem, obwohl ich Ausdauer habe. Alles. Autsch. 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 Mistratte. Mistratte. Ach, da ist ja noch so ein Scheißvieh. Nun, das, ne, ist das nächste Ding, ey. Weißt du, der Fadenkreuz ist locker an der Wand vorbei und er schießt trotzdem noch voll vor die Wand. Bei sowas frage ich mich echt, warum es da überhaupt ein Fadenkreuz dann gibt. Zauberstab wedelt darum. Ach, zu lange gebraucht. Egal, die ist vergiftet, die Hexe. Stirb, du Mistmade. Ah. Ach ja, ich hasse dieses Gebiet, ne? Warum treffe ich die nicht? Wieder wegen so einem kleinen Pixel oder was? Ja. Die haben wir auch vergiftet. Können wir uns wieder in Seelenruhe die dahinter schnappen? Jetzt können wir uns den hier noch schnappen.
wieder. Der musste mich wieder treffen. Ging nicht anders. Die werden so programmiert, ne, damit sie mir schön auf den Sack gehen, dass sie mich auf jeden Fall einmal treffen. Das ist einfach nur Böswilligkeit. Oh, die dumme Sau ist vergiftet. Ich komme nicht rein. Doch jetzt. Ist sie jetzt auch schon tot? Jetzt. Oh, da fliegt noch einer. So. So, jetzt will ich den Dude hier haben. Ich bin jetzt zwar langsam, aber hier ist wenigstens kein Abgrund. Also ich ziehe mir den jetzt bis hier hin. Ganz schön schnell, ey. Na, oh, der hat mich nicht getroffen. What? Ich hab den nicht getroffen. What the fuck, ey. Sauf, 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 sauf. Mobst mir ganz schön viel von meiner Ausdauer, der Dude. Oh, das ist schon ganz schön knapp, ey. Also der ist schon echt krass, der Dude. Sauf, sauf, sauf. Boah. Ich gehe schon wieder zu nah an die Kante. Autsch. Lass mich, du Stück Scheiße. Aber durch die Wände hauen. Penis. So, zwei Hits noch, dann ist er down. Oh, Alter. Na, da haben wir ihn. Endlich, ey. Und dann gibt der Schluffi nur 2700 Seelen, Alter. Was ein Abfuck. Wenn da jetzt nichts Dickes hinter ist, ne, dann fresse ich ein Ei, ey. Dann mach ich sofort Schicht und fress ein Ei. Geht gar nicht, Alter. So. Schauen wir mal, was hier so hinter ist. Ich traue mich jetzt schon fast nicht auszusprechen, aber natürlich ist diese Tür verschlossen. Geil. Geile Sache. Ist hier noch irgendwo was? Da ist der Abgrund. Nee. Toll. Den ganzen Fick umsonst gemacht. Also ganz ehrlich, das ist doch für ein Arsch, ey. Ich weiß nicht, ich hänge hier schon seit zwei Parts, anderthalb Parts oder was, hänge ich hier fest, ey, nur weil ich da hin will unbedingt und dann ist da nichts. Geile Geschichte, ey. So was kann auch wieder nur mir passieren. Gut, dann versuchen wir mal ohne Abgrund hier weiterzukommen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich da irgendeinen Schlüssel brauche.